Hallöchen Leute, dies ist jetzt ein etwas anderes Video. Ihr werdet euch wundern, dass unten in der Ecke Werbevideo steht. Ja, dieses Video ist gesponsert von einem Hersteller. Sag ich gleich von vornherein, es ist ein Werbevideo. Wenn ihr jetzt nicht zugucken mögt, könnt ihr abschalten. Ansonsten, ich zeige euch mal was Schönes. Das habe ich schon lange gebraucht. Ich mache dieses Video sogar noch mal neu, weil das andere ist sehr lang geworden. Und zwar, ich habe hier solche elektrischen Präzisionsschraubendreher. Die sind, ja, wie soll ich sagen, relativ bäh. Der hier auf alle Fälle. Und der hat kaum Kraft. Mit dem kriege ich kaum was aufgeschraubt. Und schon gar nicht, wenn ich größere Sachen schrauben muss, wie zum Beispiel vom C64 oder C128 die Tastatur oder vom PC die hunderten Schrauben, die da drin sind. Ich hatte ja noch einen anderen, den hatte ich euch ja mal gezeigt. Ich glaube, der Gerät, der sich dreht oder so. Davon habe ich ja noch hier die Bits. Das sind aber auch nur ein paar Standard-Bits bei. Und da hat mich ein Hersteller angeschrieben, ob ich nicht mal sein Produkt vorstellen möchte. Er hat auch einen elektrischen Präzisionsschraubendreher. Und das ist ein ganzes Set. Das ist von Kai Wetz, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und dieser Schraubendreher, der elektrische, soll 5 ich komme wieder nicht auf den Namen, Übersetzung haben, dass er 5 verschiedene Krafteinstellungen hat, wie viel Kraft er aufwenden kann. So, das ist ein ganzes Set, das kommt mit lauter Bits da drinne. Da ist noch ein Bit drinne, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und ist ein Präzisionsschraubendreher. Wenn ich das Ding aufmache, kommt hier erst einmal ein Magnetisierer und Demagnetisierer oder Entmagnetisierer zum Vorschein. Ein USB-C Ladekabel. Ein Stück Pappe. Eine Matte. Die soll magnetisch sein. Sie ist es auch so ein bisschen, so zum Teil, also es geht, also es würde besser funktionieren können, sagen wir es mal so. Also die Matte kann man schon benutzen, es geht, für kleinere Schrauben oder was geht es, wenn sie magnetisch sind. Und dann habe ich hier eine Kiste, die sieht erstmal so aus, da stehen dann die technischen Daten noch drauf und hat einen Klickverschluss und da kommt das ganze Ding dann schon zum Vorschein. Ich verzichte jetzt mal auf die Bedienungsanleitung, weil das Deutsch da drinne. Ja, es ist verständlich, aber ich glaube vom Chinesischen ins Englische und vom Englischen dann ins Deutsche und das passt irgendwie nicht. So, da habe ich hier die Kiste, da sind dann die Bits. Und jetzt mache ich eine Sache. Ich drehe es um und da sind auch mehr Bits. Und diese Bits werden nur magnetisch gehalten. Und jetzt habe ich sogar gerade diesen einen Bit in der Hand. Den habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Ich hoffe, man kann das nachher gleich erkennen. Ich versuche da mal mit dem Licht ein bisschen. Vielleicht kann man das sehen, vielleicht fokussiert sie da gut drauf. Ich kann es jetzt im Bildschirm kaum erkennen. So ein Bit habe ich noch nie gesehen. Ich wüsste nicht, für welche Schraube, aber gut. Vielleicht gibt es irgendwann mal irgendein Gerät, wo ich diesen Bit benötige. Der ist da mit drin. Das ist Torx bei Inbus, diese Security-Dinger. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Davon gibt es 2 Stück, die haben mir auch manchmal gefehlt. Schlitz und Kreuz ist bei.
Und was noch bei ist, das ist nämlich ganz gut, das sind diese, wie heißen die, Tree Wings, wie auch immer. Müsstet ihr kennen aus den aus der Nintendo Switch. Das sind so drei Flügel dran. Das sind auch so Security Bits. Es gibt noch andere. Das ist hier zum Beispiel Vierkant. Da habe ich drei Größen oder vier Größen von. Wo ist er denn? Den gibt es auch noch mal einen kleinen. Ich nehme mal den großen, damit ihr das sehen könnt, wenn ich ihn jetzt hier rauskriege. Diesen dreieckigen, da gibt es auch Schrauben, da gibt es auch große und kleine von. Und dann gibt es noch den Schrauber an sich. Kleines süßes Teil mit USB-C. Ach, eine kleine Besonderheit. Er kann auch nicht. Er kann in der Kiste geladen werden. Ich muss ihn dazu nicht extra rausnehmen. So, dann nehme ich ihn da raus. Der hält auch wirklich gut da drin. Ne? Dann ist da noch bei eine Pinzette, die, ich sage mal, nicht gerade sehr hochwertig ist. Also, es ist eine Beise, er wird ihren Zweck erfüllen, reicht. Und dann noch so ein Teil, ich denke mal, ihr wisst wozu das ist, um irgendwelche Geräte aufzuhebeln, aber das Ding ist aus Metall. Die Spitze hier ist relativ scharf. Damit würde ich das nicht versuchen. Und das Ding ist auch nicht gerade so einheitlich. Hier oben die Kante dünn, sondern wird von dünn ein bisschen nach dick. Und also das Teil würde ich jetzt nicht empfehlen. Gut. Um was es mir aber geht, ist ja im Großen und Ganzen der Schrauber. Alter, was war das? Fängt jetzt hier Krieg an oder was? Müsst ihr entschuldigen? Ich lasse das auch im Video drin. So, ich hab jetzt hier diesen Schrauber. Ein kleiner, feiner, kleiner Schrauber. Ihr seht den Unterschied. Klein, groß. Die Größe hier ist. Da sind auch frische Batterien drin. Ne? Trotzdem hat das Ding keine Kraft. Das Ding benutzt normale dreifach A-Batterien. Oder dreimal A-Batterien oder wie auch immer. Also, der kann nicht wirklich spielen. Der hier ist jetzt, glaube ich. Ja, so ungefähr halb voll. Ist jetzt auf die höchste Stufe gestellt, die das Ding kann. Ich mach mal hier ein bisschen das Licht zu, dass ich auch Monitor was sehen kann. Achso, den kann ich so gar nicht halten. Ich nehme mal hier einen von den großen Bits. Also ich habe schon echt Mühe, das Ding festzuhalten. Vorwärts und rückwärts. Alter, das Ding hat wirklich Kraft. Und das brauche ich. Und das Ding kann man einstellen von der Kraft her. Das kann man wirklich einstellen. Ich gehe mal auf die kleinste Stufe, das ist Stufe 1. Kann ich mir wirklich anhalten, das ist schon ein bisschen wenig. Dann gehe ich mal auf Stufe 2. Also schon ein bisschen mehr Kraft, kann ich aber immer noch anhalten. Also ja, Licht kann er auch. Gehe ich auf Stufe 3. Ist es fast vergleichbar wie mit der vom Parkside, aber da hat er hier noch ein bisschen mehr Kraft. So, dann gehe ich mal auf Stufe 4. Da muss ich mir schon ganz schön anstrengen, den festzuhalten. Da hat er schon ordentlich Kraft. Und die volle Stufe haben wir ja gesehen. Er zeigt mir jetzt auch an, wie viel Kraft er hat. Ja, jetzt wie kann ich ihn jetzt anhalten? So nicht.
Okay. Ich hatte ihn ja schon ausprobiert. Also der hat wirklich Kraft. Der ist auch schön klein und handlich. Also wirklich. Also damit lässt sich bestimmt gut schrauben. Hier habe ich mein ja, Battle Tron, was weiß ich, was Controller. Wird als zwei verschiedene Controller, einmal Xbox Controller über den USB-C-Anschluss am PC erkannt und einmal als PS Pro oder so, keine Ahnung. Jedenfalls auch für die Switch. So, und der hat hier Standard Kreuz, den muss ich sowieso reparieren. Der hat hier die Taste kaputt. Na, kaputt nicht, aber sie flattert. Also so ein Prellen. So, dann nehmen wir hier noch mal so ein Bit raus. Ja, da wäre jetzt die Pinzette ganz gut. Ist jetzt auf vollste Stufe. Und viele können das gar nicht. Ich kann es ja mal probieren. Ich nehme mal den Parkzeit, den ich habe. Macht er nicht. Geht nicht. Nämlich das kleine Ding hier, diese kleinen Mini-Dings. Ah ne, das ist ja fest. Da muss man jetzt mal ein bisschen aufpassen mit voll auf und zu. Den hatte ich noch nicht geschraubt. Also ihr seht, er schafft das. Gut, er könnte ein bisschen schneller sein. Aber das ist ja nur... auch nicht gerade... ja... das passt. Das geht wunderbar. Guck gleich mal nach dem anderen Bit hier, ist der vielleicht passender? Der ist passender als der kleinere hier. Und das gefällt mir auch, dass es die noch mal in lang gibt. Ist da keine Schraube drin? Doch. Ah. Und der hat wirklich so viel Kraft, das kleine Ding. Das schafft der andere nicht. Der andere, den ich da mal vorgestellt habe, hat das auch nicht geschafft. So, jetzt machen wir das hier mal auf. So, da ist der Akku. Und ich sagte, die hier prellt. Kann ja eigentlich gar nicht. Das sind ja nicht mal richtige Taster, das ist dieses Carbon-Gedönse, aber hat eben Vibration. Okay. Und zuschrauben sollte jetzt natürlich auch kein Problem darstellen. Ja, ein bisschen. Bisschen müht er sich gerade, er ist glaube ich jetzt nicht gerade sehr voll geladen. Aber das geht, er hat genug Kraft dafür. Also da kann ich ihn jetzt nicht meckern. Ich finde ihn wirklich gut. Der ist wirklich gut. Also wenn ihr einen sucht, kann ich den wirklich empfehlen. Auch schon drin. Es geht auch relativ schnell. Muss ich nicht hier mit der Hand drehen. Mache ich elektrisch. Ja, ein bisschen noch nachdrehen geht. So, und dann kommen die Kappen wieder drauf. Ja.
Jetzt lässt dein Akku, glaube ich, gerade ein bisschen nach. Müsste ich noch mal laden. Wir haben ihn ja schon benutzt. So, dann ist er erstmal wieder zusammen. Gut, das war das. Ich habe ihn benutzt an einem anderen Teil. Das war dieses Teil hier mit dem Zeug da drinne. Da ging das problemlos. Was ich noch zeigen wollte, ist Switch. Das ist hier Switch Docking Station. Die habe ich nicht so vermackelt. Die habe ich vom Flohmarkt so gekriegt. Für ein paar Euro. Aber diese Switch, die hat ja so ganz doofe Schrauben. Ich versuche da mal drauf zu zoomen. Will ich mal zeigen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Diese ganz doofen Schrauben. Da passt kein normaler Schraubendreher. Damals hatte ich mir für die Switch, um die zu reparieren, mir extra noch noch Bits besorgt. Das war diese Kiste hier. Da sind diese Bits da drin, aber nicht ganz passend. Dann habe ich noch eine Kiste. Da sind jetzt auch einen ganzen Haufen Dings drin. Und da sieht man auch diese drei dreieckigen. Und irgendwo sind auch diese Tri-Wings gewesen. Wo sind denn die jetzt? Da oben. Da oben sitzen sie drin. 2-0 und 3-0. Und das braucht man wirklich schon für die Switch. Und der hier hat auch welche. Der hat aber mehr verschiedene. Der hat 2-0, 1-5 und ich glaube 1. Ne, 0-6. Es geht ganz spitz zu, der Dings. Der geht ganz spitz zu. Ich glaube, das war der 1,5er oder 2,0er. Diese Schrauben. Ich guck mal. Ich nehme mal den 2,0er. Ja, der 2. Der 2er geht besser. Ist jetzt nur demonstrativ. Also schon die Schraube raus. Die Schraube raus. So, dann haben wir ja hier noch die magnetische Matte. Bleiben die Schrauben liegen. Ja. Muss auch richtig rumdrehen lassen. Und wie ihr seht, sind ja die Bits hier auch leicht magnetisch. So, und dann ist das ganze Ding schon aufgeschraubt. So, und dann kommt das da raus. Und dann kann man da weitermachen. So. Achso, habt ihr jetzt gar nicht gesehen, ne? Ach, Gottchen. Entschuldigung. So, schon ist das Ding auf. Das ging jetzt zurück, zuck. Machen wir das in umgekehrter Reihenfolge, schrauben wir das mal schnell wieder zusammen. Und ich werde aber mal auf Stufe 3 gehen, dass es nicht zu doll ist. Also die Bits sind auch magnetisch. Man kann sie auch entmagnetisieren, weil die jetzt halt im Magnet drinnen liegen. Das reicht sogar schon. So viel nachdrehen kann ich da nicht. Und das finde ich echt genial, dass man den einstellen kann. Sonst überdreht man ja die Schrauben so schnell. Wie sie das gelöst haben, ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich das Ding wieder zusammen.
Also, wie gesagt, das Ding ist wirklich wunderbar. Ich glaube, der ist nur zur Hälfte geladen. Ich kann ihn ja weiter aufladen. Kann ich nachher mal aufladen. Aber die Bits sind dabei. Da ist ganz schön viel bei. Und ihr habt ja gesehen, hier ist der Magnetisierer und Entmagnetisierer bei. Weiß gar nicht. Das ist meine Pinzette. Wo ist die, die dazugehört? Ist die eigentlich magnetisch? Nö. Habe ich mal irgendwas, was ich magnetisieren kann? Ja, hier mein kleines Messer zum Beispiel. So, die Schraube wird nicht angezogen, das seht ihr. Dann gibt es hier ja den Magnetisierer, dann kann ich das Messer da mal ein bisschen durch. Und schon ist sie magnetisch. Dann kann ich das hier oben wieder entmagnetisieren. Was mich gewundert hat, ist, dass ich das Ding dazu kriege, weil hier in der Kiste, da steht, scheint Magnet Plus und Magnet Minus zu sein, da drinne. Ich gehe mal hier rein. Magnetisch. Geh da längs. Auch noch magnetisch. Normalerweise sollte das dann auch entmagnetisieren. Magnet plus. Magnet minus. Immer noch magnetisch. Okay. Ist das denn eine Schraubenaufbewahrung? Sieht fast so aus. Komisch. Also ich habe gedacht, das funktioniert. Auch da drinne. Was ist da irgendwas mit Magnet Plus und da ist Magnet Minus? Da ist noch ein Pfeil oben drauf. Ich gehe mal hier über das Entmagnetisieren. Die ganze Box ist magnetisch. Ja, lauter Magnete hier. So ein bisschen ist es noch magnetisch. Immer noch. Dann gehen wir hier in den Magnet. Und dann da. Geh weg da. Ich glaube, die Schraube selbst ist jetzt magnetisch. Aber jetzt ist es wieder entmagnetisiert. Gut. Sollte es sein dafür, also jetzt habe ich hier einen Schraubendreher, der wurde mir wirklich zur Verfügung gestellt. Für umsonst, den habe ich mir nicht gekauft, darum Werbevideo. Also wenn ihr einen sucht, den kann ich euch empfehlen. Also der ist wirklich wunderbar. Also alles, was ich hier jetzt versucht habe mit zu schrauben, hat das Ding geschafft. Auf und zu. Das hat kein anderer, den ich bisher hatte, geschafft. Kommt der da wieder rein. Was eben sehr gut ist, ist die ganze Kiste mit den ganzen Bits dazu. Irgendwie kriege ich die Pinzette da nicht rein. Irgendwie war die da aber drin. Oder war die andersrum? Irgendwie war die da mal drin. Auch nicht. Irgendwie muss ich doch da wieder reingehen. Wahrscheinlich so. Ja, genau so. Gut. Was mir halt gefällt, ist eben gleich die ganze Kiste. Man hat die ganzen Bits. Man kann das Ding so laden. Jetzt fehlt mir natürlich noch ein Fach fürs Aufladen. Fürs Ladekabel. Das wäre noch schön gewesen, wenn da noch was gewesen wäre. Ist aber leider nicht. Oder ist da noch Platz hinten? Nee. Nee, ist leider nicht. Gut. Also ein Fach fürs Ladekabel wäre noch schön. Und wenn der ein bisschen schneller, wenn man da vielleicht noch die Geschwindigkeiten auch noch anpassen könnte. Und dann habe ich auch noch mal eine Sache gesehen. Ich weiß nicht, wo das jetzt war. Aber vielleicht noch mal als Anregung. Vielleicht gibt es ja sowas.
mit Gyroskop oder mit Lageerkennung, wie auch immer, keine Ahnung, wie man das nennt, wenn man den Schrauber in der Hand hat und einfach nur dreht, leicht dreht, dass er dann schon anfängt zu drehen oder in die andere Richtung, jedenfalls so hin und her, dass man gar nicht den ersten Knopf drücken muss. Aber ihr seht, das Ding ist wirklich klein, handlich, wunderbar und das Ding hat Kraft. Und deswegen, Werbevideo, ich bin froh, dass ich das gesponsert gekriegt habe. Jetzt habe ich endlich mal einen. Jetzt ist der nämlich richtig drin, ne? Den ich jetzt auch öfters mal in meinen Videos hier mal benutzen werde, wenn es denn soweit ist. Und, achso, nicht wegräumen. Und wenn das Video online ist, es wird unten in der Beschreibung noch ein Aktionscode für euch sein, den werde ich noch vom Hersteller bekommen, dass ihr den auch günstiger erwerben könnt als regulär. Der Link zu dem Produkt wird dann auch da sein. Leider ist jetzt zur Zeit, wo dieses Video entsteht, noch nichts davon da. Leider, die Kommunikation erweist sich ein klein wenig schwierig mit dem Herrn. Da er kein Deutsch versteht und Englisch, ja, das kann ich wieder nicht so richtig schreiben. Also wir machen gegenseitig mit Übersetzer und dann kann man das ein bisschen schwer verstehen. Aber wie gesagt, wer ein kleines handliches Schrauberteil sucht, hier, kann ich empfehlen. Ich bin begeistert davon. Also ich habe noch keinen so guten in der Hand gehabt. Ich kenne jetzt auch nicht den Preis davon, was das Ding kostet. Kann ich euch leider nicht sagen. Gut, ich danke fürs Zugucken und ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Bis dann. Tschüssi.